Und heute ist der Tag, dass man unbekannte Entfernungen hat. Von 5 Meter vor Isfahan, von 5 Meter bis 50 Meter. Mit verschiedenen Größen von Scheiben. Und die mussten dann messen, von wie viel Meter ist das. Und dann deshalb ist es ein bisschen mehr Zeit. Und dann ist es ja Hügel auf oder Hügel runter. Und dann muss man vielleicht 1 oder 2 Meter dazu ziehen oder abziehen. Und das ist das Spielchen hier. Und das nimmt Zeit. Aber dieser Kurs ist herausfordernd. Es ist ein bisschen hoch, ein bisschen runter, nicht so flach. Und das ist, was wir sagen, Terp, Field Archery. Welche Chancen haben die ungarischen Schießer? Um ehrlich zu sein, denke ich, dass unser Blankbogen, Herr Karkas István, hat eine sehr gute Chance. Er hat bei der Weltmeisterschaft in Val d'Isère hat er sich qualifiziert hiervor. Und das ist ein Jahr zurück, so jetzt ist noch ein Jahr weiter mit spezifischer Training gemacht und alles. Gerdo Zaba, ja, das ist hart zu sagen. Persönlich muss man auch ein bisschen realistisch sein. Er ist hier dabei, das ist erstens. Das zeigt, dass hij doch bei den besten 6 in der Welt ist. Aber er braucht noch ein Jahr, sage ich, als Coach.